Diesen Sommer will ein junger Mann in die geilste WG Deutschlands. Und für diesen Traum wagt er die kühnsten Abenteuer. Hallo, mein Name ist Thomas, ich bin 21 und studiere Medienmanagement. Dieses Social-Media-Volontariat bei Radio Hamburg ist für mich so spannend, weil es meine Lieblingsmedien, nämlich das Radio, mit dem Internet verknüpft. Wie geht's dir, Mann? Warum müsst ihr immer was kosten? Es gibt aber auch Möglichkeiten, umsonst zu wohnen, in der geilsten Stadt Deutschlands. Im Studium hat mir vor allem die Arbeit beim Radio und die Mitwirkung beim Medienpodcast N2 Spaß gemacht. Da war ich einer der Sprecher, habe in der Redaktion mitgewirkt. Christoph Langner erklärt das anhand von WordPress. Ein weiteres bekanntes Beispiel für Voss. Radio Hamburg ist das meistgehörte Programm in Hamburg. Und das online zu begleiten ist, denke ich, eine gute Herausforderung. Ist mir nach zum Beginn des Also es gab eine Zeit, die mich sehr geprägt hat. Ich habe 3 Jahre Gesangsunterricht genommen. Meine Freunde, die sind da, stehen mir zur Seite überall, ringen mich überm Berg, 7-mal. Du bist die Stadt meiner Träume, du bist die Stadt, die so viel hat. Ich will in dir wohnen. In dieser Stadt, Hamburg, Hamburg, du bist meine Perle. Hamburg, Hamburg, ich sehne mich nach dir. Ich stehe für Musik, ich mag Musik, Radio Hamburg steht für Musik und deshalb will ich in die Hamburg-WG. Wir werden ja mit der Hamburg-WG, wenn ich den einziehen darf, an der Reeperbahn wohnen. Was ist das für eine Wohngegend? Erklär mal. Das ist schwer zu sagen. Eigentlich ist der Reeperbahn keine Wohngegend, sondern mehr so ein Vergnügungsviertel, sag ich mal. Ne? Also da wird Party gemacht, da hat die Prostitution eigentlich jahrhundertelangen Ruf. Aber klar, Wohnungen sind knapp in Hamburg. Da muss man froh sein, wenn man überhaupt eine Wohnung angeboten bekommt. Und warum nicht auf der Reeperbahn? Hörst du manchmal Radio Hamburg? Ich höre Radio Hamburg, ja, klar. Was gefällt dir da, John Mant oder Lotto King Karl abends? Oder was guckst Lotto King Karl ist schon super. Das ist schon toll. Der ist ja auch in ganz Deutschland bekannt. Also den kannte ich sogar vorher. John Mant auch, der hat früher immer die Sachsen verarscht. Mant, Radio Hamburg. Yo, John Mant, ja? Ja. Es geht um die Sache mit den Anrufbeantwortersprüchen von den Sachsen, die ihr da macht. Wir friemeln uns die Telefonnummer heraus aus dem Telefonbuch und rufen dann dort an. Man hört halt diesen wunderschönen Dialekt, die gehen alle in die Falle. Ja. Hallo, good talk. Ja. Und schlechtes Gewissen habe ich nicht. Nein, gar nicht. Ich habe ein paar E-Mails gekriegt, die waren nicht so nett. Da haben sich dann Sachsen beklagt, dass man das nicht machen könnte und wann das endlich aufhören würde, dass man sich über Dialekte lustig macht. Ich glaube, damit wird man nie aufhören. Nee, das Radio PSR, das sinnlos Telefon. Ja, das habe ich befürchtet. Ehrlich? Glückwunsch, alte Pfeife. Ja, nee, das habe ich auch verdient. Du hattest vorhin schon mal erzählt, dass du auch Prominente hier gesehen hattest in Hamburg. Wen hast du da schon gesehen? Ja, Oliver Geissen, der wohnt ja da beim Restaurant. Tokyo Hotel, die Leute wohnen da. Ja. Wie heißt der? Bill? Kaulitz? Kaulitz, genau. Die ganze Truppe da. Hamburg weh, Hamburg weh, ich will in die Hamburg WG. Hamburg WG. Auf Hamburg Hauptbahnhof Gleis 1 fährt ein die Hamburg WG. Radio Hamburg. Ich habe es endlich geschafft, hier zur Spitalerstraße, zum Funkhaus von Radio Hamburg und Ulti 95.
Ich hoffe, bald hier sein zu können, genauso wie in der Hamburg-WG und brauche dafür eure Stimme. Also votet für mich, Thomas für Radio Hamburg und Thomas für die Hamburg-WG. Thomas für die Hamburg-WG und Radio Hamburg. Jetzt abstimmen.